Ich bin wieder da, man. Ich lebe wieder hier auf Twitch, yo. Ich habe einfach meinen Account zurückgekriegt. Wie geht's deinem Rücken? Kacke, Bro. Es kam so ein paar Sachen auf einmal. Einmal wurden meine Konten eingefroren, dann hatte ich diese krassen Rückenschmerzen, dann ist noch hier mit dem Todesfall mit der Deutschen das passiert und so. Das hat mich alles irgendwie so richtig mitgenommen, dass ich gar nicht mehr richtig am Start sein konnte. Und das hat mich dazu getrieben zu sagen so, Bro, mach mal den Move. Bleib mal eine längere Zeit da. Guck mal, wie sich's anfühlt. Weil ich habe immer gesagt, ich will in der Sonne leben. Das hatte nie irgendwas damit zu tun, dass ich vor irgendwelchen Schulden abhaue. Und es hat auch nie irgendwas damit zu tun gehabt, dass ich vor irgendeinem Shitstorm fliehe oder abhaue. So. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen? Bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Gar keine Leute hier mehr wahrscheinlich, jo. Einfach auf Twitch live, Digga. Yo, 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 yo. Shit, Alter. Zwei, drei Leute sind da. Wo hängt das denn hier? Wer hätte das gedacht? Ich hab meinen Account wieder, Freunde. Habt ihr eine Benachrichtigung gekriegt, die Leute, die jetzt hier noch am Start sind? Grüße von der Hochschule in 68, Digga. Grüße gehen zurück, Bro. Dabei ist alles, Motherfucker. Was studierst du, Bro? Studio mit in, man. Der Bruder ist back in town, Digga. Aggressiver Türke in den Motherfucker. Was geht ab, Bro? Ich bin wieder da, man. Ich lebe wieder hier auf Twitch, yo. Ich hab einfach meinen Account zurückgekriegt, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bro. Ich küsse dein Herz, Digga. Ist krass. Hat jetzt sehr lange gedauert, aber ich hab's hingekriegt. Hätte ich jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass ich den Account nochmal irgendwie wieder freikriege, Bro. Sag ich dir ehrlich. Aber auch geil, dass ein paar Leute da sind, Mann. Geil, dass noch Leute hier aktiv sind, so. Ich küsse euer Herz, Digga. Ihr seid auf jeden Fall stabile Follower. So, dass ihr mich hier wieder gefunden habt. Nach, ich weiß nicht, wann war ich das letzte Mal live, Bro? Weiß das einer von euch, wann ich das letzte Mal hier auf Twitch live war? Ist schon lange her jetzt, ne? Also Monate sind es bestimmt. Ich habe den Account eben gerade zurückgekriegt und ich habe gedacht, ich gehe direkt mal live. Ich guck mal direkt, ob noch ein paar Leute am Start sind. Und guck mal, wie es euch geht so. Wirtschaftsingenieurwesen, was sonst? Wir warten auf dich, Bro. Wie meinst du, Digga? Soll ich deinen Tutor spielen oder was? Soll ich zurückkommen? Soll ich nach Mannheim kommen und deinen Tutor machen, Bro? Ich habe noch ein paar alte Klausuren, die dir vielleicht helfen könnten an der Stelle. Klausur den man. So, ist schon geil, Digga. Ist schon cool, Mann. Ich feiere das, dass ich meinen Account zurück habe, so. Weil das Twitch-Ding hat mir auch schon Spaß gemacht. Und es ist natürlich auch irgendwo auch ein Unterschied zu YouTube, so, ne? Twitch. Die Community war immer eine sehr herzliche Community. Liv ist auch da. Gemmo ist da, Bruder. Twitch ist sauber, Bro. Ich küsse euer Herz, Digga. Ihr seid auch noch da? Geil, Mann, Alter. Engin, du kleiner Schlawiner, Digga. Auf jeden Fall Grüße gehen an Liv, auf jeden Fall Grüße gehen an Gemmo. Grüße gehen an aggressiver Türke, Digga. Ed Da Vinci ist auch da, Digga. Oh shit, Jason. Jason ist auch da, Digga. Ich kenne euch alle noch, Mann. Ich werde euch auch nicht vergessen. So. Stabile Kern-Community, Twitch-Community. Kann nicht abonnieren. Kann man gar nichts machen, oder was? Wie geht's deinem Rücken? Kacke, Bro. Kacke, Bruder. Ich weiß nicht, ob du siehst, aber die Form wird auch immer schlechter. Ich habe jetzt bestimmt seit 2 bis 3 Wochen nicht mehr richtig trainiert. Und war ja auch beim Arzt gewesen, habe die Tabletten genommen. Die Tabletten haben nicht wirklich geholfen. In der Zeit, wo ich die Tabletten genommen habe, hat es schon geholfen. Aber die haben mich auch krass aus dem Leben geschossen, die Tabletten erstens. Und zweitens, es ist nicht besser geworden. Nachdem ich die Tabletten nicht mehr genommen habe, sind die Schmerzen wiedergekommen. Und genauso wie vorher so. Das ist auch eine Sache, die fuckt mich brutal ab so. Ich muss auch an der Stelle sagen, die letzten Tage und Wochen, eigentlich seitdem die Rückenschmerzen so extrem geworden sind, fühle ich mich auch nicht mehr so richtig wohl, Digga. Weißt du? Ich fühle mich einfach nicht wohl, Bro. Weil wenn Leon Lovelock nicht trainieren gehen kann, wenn Leon Lovelock den ganzen Tag Schmerzen hat, Bruder, dann ist er nicht mehr der gleiche so. Dann geht das ganze Motivationslevel in den Arsch. Und deswegen ist die höchste Priorität für mich jetzt einfach,
zu einem vernünftigen Arzt zu gehen, dem ich vertraue, um das abzuchecken und dann gucken, wie es da weitergeht. Yes. Komm nach DE zu Abu Sultan, der knackt dir alles ein. Knacke den Motherfucker. Gib mir die Knacki-Vibes, yo. Ja, ich habe da auch noch ein paar richtig krasse andere Geschichten, die so bei mir los waren, so. Und das hat mich auch extrem runtergezogen. Es kamen so ein paar Sachen auf einmal. Einmal wurden meine Konten eingefroren, dann hatte ich diese krassen Rückenschmerzen, dann ist noch hier mit dem Todesfall mit der Deutschen das passiert und so. Das hat mich alles irgendwie so richtig mitgenommen, dass ich gar nicht mehr richtig am Start sein konnte. Zum Glück haben sich einige Sachen wieder aufgelöst. Zum Beispiel das mit den Schulden. Ich habe da jetzt Einigungen getroffen. Ich habe jetzt mit allen Leuten, wo ich noch Schulden habe in Deutschland, habe ich mich auseinandergesetzt, habe mit denen telefoniert, habe eine Einigung getroffen und bin auch jetzt schon daran, die Dinge Step by Step abzubezahlen. Auch für alle Leute, die gedacht haben, ich bin hierher, weil viele Leute gab es ja auch, die gesagt haben, so ey Bro, also es gab ja Leute, die da sogar Videos drüber gemacht haben, von wegen, ich fliehe vor irgendwelchen Steuerschulden oder so. Das ist totaler Schwachsinn. Also die ersten Monate, also ich habe hier, seitdem ich hier bin, habe ich extrem viel von den ganzen Schulden schon abbezahlt. Erstens, gerade am Anfang, also ich habe fast meinen ganzen Bionic-Drop, den ich verkauft habe mit den zwei Anzügen, habe ich da reingesteckt, um einen Teil von meinen Schulden zu begleichen, so, weißt du? Also ich habe immer geguckt, dass ich da dranbleibe, dass ich da bezahle. Ich bin vor gar nichts, irgendwo abgehauen oder so. Ich bin hier hingekommen, weil ich mich hier wohlgefühlt habe, weil ich die karibischen Vibes in meinem Leben zum ersten Mal richtig erlebt und gesehen habe, so. Weißt du, was ich meine, so? Und das hat mich dazu getrieben zu sagen, so, Bro, mach mal den Move. Bleib mal eine längere Zeit da. Guck mal, wie sich's anfühlt. Weil ich habe immer gesagt, ich will in der Sonne leben. Das hatte nie irgendwas damit zu tun, dass ich vor irgendwelchen Schulden abhaue. Und es hat auch nie irgendwas damit zu tun gehabt, dass ich vor irgendeinem Shitstorm oder von, weißt du, wie ich meine, dass ich vor irgendwas fliehe oder abhaue, so. Nie. Das war einfach nur, dass ich mir gedacht habe, so geil, Bro. Und ich bin halt einer, wenn ich das, also, das hat mich halt so krass geflasht. Dieses Palm, Beach, Strand, frei sein, Yoga, spirituelle Menschen kennenlernen, das hat mich so krass geflasht, dass ich einfach gesagt habe, so, ich mache jetzt den Move und probiere es einfach aus, so, wie sich's für mich anfühlt. Das hat null irgendwas mit Flüchten zu tun gehabt oder so. Es war einfach für mich ein Gefühl, dass ich irgendwo auf eine Reise gehen muss, um mir was Neues reinzuziehen, weißt du? Weil ich das schon immer wollte und dann, ich war 30, Digga, und ich habe mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Weißt du so? Das war der Grund, warum ich gegangen bin. Also Leute, die sagen, dass ich vor irgendwelchen Schulden abgehauen bin oder vor irgendeinem Shitstorm oder so, das ist totaler Schwachsinn, weil ihr habt es ja gesehen, ich habe auch nach dem Shitstorm in Deutschland wieder mir einen gewissen Hype aufgebaut. So. Ich habe dann da in Mannheim wieder angefangen mit den Straßenumfragen, hab mit Flair ein Interview gemacht, hab mit Manuelsen ein Interview gemacht, hab mit Zara die Videos gemacht, hab guten Content gebracht, weißt du, wie ich meine? Und das kam auch wieder hoch, verstehst du? Also die Klicks kamen wieder, der Hype kam wieder, Geld kam auch wieder rein. Ich habe coole Songs gemacht und so. Also ich habe jetzt nicht unbedingt so, ich musste nicht vor irgendwas fliehen oder so. Es lief gut. Es lief gut. Weißt du? Ich bin vor nichts geflohen. Ich wollte einfach was Neues sehen. Ich wollte was Neues erleben. So. Und auch da habe ich meine Erkenntnisse draus gesammelt und ich habe auch nie ausgeschlossen, dass, also es ist ja eine Reise. Es ist nie eine Lebensentscheidung gewesen. So, für mich war es so, ich möchte jetzt da leben, um zu gucken, wie sich das für mich anfühlt. Aber ich habe für mich innerlich nie damit abgeschlossen, dass ich eventuell zurück nach Deutschland komme, dass ich einen Teil von meinem Leben in Deutschland verbringe und einen anderen Teil vielleicht in der Sonne. Ich wollte einfach mal in die Sonne raus, Digga. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt so, aber das war mir wichtig, dass ich das auf jeden Fall mal angesprochen habe hier an der Stelle, weil es halt einfach nicht der Fall ist, dass ich von irgendwas abgehauen bin, so. Weißt du? So, was hatten wir hier noch? Wie geht's euch so, Freunde, Alter? Was hat sich bei euch so ergeben? Wie läuft's Leben? Grüße aus 68, Digga, Grüße gehen zurück. Selman, aber nicht der Dönerladen, oder? Ich küsse dein Herz, Bro. Wenn du was mit dem Dönerladen zu tun hast, beste Döner in Mannheim, Bro. Ja, eigentlich weltweit, Digga. Das Wetter und die Leute in Deutschland machen echt depressiv. Ey, Bro. Alles hat seine Vor- und Nachteile, so, weißt du, wie ich meine, so, ich bin jetzt nach den 10 Monaten, die ich jetzt hier war, bin ich auf keinen Fall jemand, der Deutschland so verteufelt, so, weißt du, wie ich meine, weil ich halt auch gerade in der langen Zeit, in der ich aus Deutschland weg war, einfach auch
für mich mehr zu schätzen gewusst habe oder auch realisiert habe, was man in Deutschland halt hat, so, ne? Man hat halt auch sehr viel. Natürlich fehlen so ein bisschen die Vibes und die Energie und das Menschliche so ein bisschen, so, aber man hat dafür halt andere Vorteile, die man hier zum Beispiel nicht hat. So, strukturiert, sauber, Gesundheit, Sicherheit irgendwo auch. So, es gibt genug Vorteile, die Deutschland auch hat, für mich persönlich. Und ich bin halt Deutscher und ich werde für immer mit Deutschland verbunden sein. Und ich habe für mich auch realisiert, dass ich auf jeden Fall eine gewisse Zeit im Jahr in Deutschland irgendwo verbringen muss, auch wegen der Community und so. Mir tut es auch gut, wenn ich Leute treffe aus meiner Community. Und das treffe ich hier auch ab und zu, aber in Deutschland ist es nochmal anders. So, das motiviert natürlich auch. Und ich wollte schon immer was auch im deutschsprachigen Raum erreichen, so für mich persönlich, weißt du? Deswegen, ich liebe Deutschland, ich liebe Deutsche und ich habe ein krasses Herz dafür. So. Es kann auch sein, dass ich demnächst wieder nach Deutschland kommen werde. Ich weiß nicht, wie lange ich bleiben werde, so. Das steht noch nicht fest, aber ich vermisse halt auch meine Familie, ich vermisse meine Community, ich vermisse auch, was ich gemacht habe in Deutschland so ein bisschen. Weißt du, es ist für mich auch nicht einfach, hier zu sein. Und ich habe ja versucht, mit Vlogs und irgendwie so neuen Content zu machen, irgendwie zu gucken, dass ich auch so hier am Start bin. Aber es ist halt nicht das Gleiche wie in Germany so. Germany hat mich gemacht quasi so. Und deswegen muss ich Germany auch für immer dankbar bleiben so. Weißt du? Und ich will auch was verändern in Deutschland, so in Germany. Also ich habe schon immer das Gefühl, dass man das machen kann, weißt du? So, auch wenn es halt manchmal nicht so geil ist, weil gerade so ein Mensch wie ich nicht so geil ankommt, weißt du, wie ich meine, so, also ich bin halt ein sehr, wie soll ich das sagen, vibiger Vibes, Positivität, Liebe, bla bla bla, ist halt nicht so gerne gesehen, weißt du, ich meine so, beziehungsweise man wird oft abgewiesen, Leute feiern das nicht so krass, nichtsdestotrotz denke ich, dass ich halt, wenn ich das trotzdem durchziehe, da irgendwie auch was da lassen kann. So. Und ich weiß, dass es genug Leute gibt, gerade aus meiner Community, die so fühlen und so denken und so sind wie ich auch teilweise, die mich auch vermissen, glaube ich, so. Und die das schade finden, dass ich nicht mehr da bin und meine Vibes da verbreite, so. Weißt du, wie ich meine? Flair sollte eine Partei gründen, um die Energie zurückzuholen. Energiepartei, Bro. Energiepartei wäre geil, Digga, ne? Nein, Bruder, habe nichts mit dem Dönerladen zu tun, aber schmeckt brutal. Brutal.